Unser CO2-Fußabdruck ist zu groß. So etwas in der Art habt ihr sicherlich alle schon mal gehört. Wir müssen also etwas verändern. Und diese Veränderung fängt bei jedem Einzelnen an. Aber wo genau anfangen? Vielleicht habt ihr euch selbst auch schon mal gefragt, was ihr an eurem Alltag verändern könnt, um wirklich nachhaltiger zu leben. Und deswegen gibt es hier exklusiv für euch von neuen YouTubern und Influencern ganz einfache und effektive Tipps für ein klimaschonendes und nachhaltiges Leben. Mein wichtigster Tipp für ein nachhaltigeres und klimabewussteres Leben. Es gibt ja super viele Dinge, die man tun kann, um sich so ein bisschen nachhaltiger zu verhalten. Deswegen fällt es mir schwer, hier nur einen Tipp zu geben. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, dass man sich mal sein Konsumverhalten bewusst macht. Weil erst wenn man weiß, wie klimaschädlich man eigentlich lebt und was für Auswirkungen das eigene Handeln hat, kann man ja überhaupt etwas ändern. Deswegen ist es vielleicht ganz hilfreich, sich mal anzuschauen, wie man sich ernährt, wie man sich kleidet und wie man sich fortbewegt, weil an genau diesen Stellen kann man, glaube ich, eine ganze Menge ändern. Und wenn ihr jetzt noch einen konkreten Tipp von mir hören möchtet, hätte ich hier auch einen für euch, und zwar weniger Müll produzieren. Sowohl Verpackungsmüll, Mikroplastik ist ein super großes Problem, aber auch Lebensmittel. Viel zu viel Essen wird jeden Tag weggeschmissen. Ich mache das so, ich habe zum Beispiel immer eine Edelstahlflasche dabei, da fülle ich mein Wasser rein, deswegen muss ich kein Wasser mehr kaufen und auch keine Plastikflaschen mehr. Und ich habe auch immer so einen Beutel dabei, da kann ich dann meine Einkäufe reintun. Das ist auf jeden Fall ganz hilfreich und grundsätzlich mache ich mir vor dem Einkaufen Gedanken, was ich genau kaufen möchte und plane meine Woche so ein bisschen durch, damit ich nicht zu viel Essen kaufe und dann zu viel Essen wegschmeißen muss. Also einfach so ein bisschen bewusster einkaufen hilft da, glaube ich, schon ganz gut. Hi, mein Name ist Areli und mein persönlicher Tipp für ein nachhaltigeres Leben mit mehr Klimaschutz ist weniger Fleischkonsum. Auch wenn die vegetarische oder vegane Ernährungsweise nichts für dich ist, kannst du dennoch was dazu beitragen, indem du deinen Fleischkonsum nach und nach etwas verringerst. Zum Beispiel führst du einen fleischfreien Tag ein. Vielleicht werden es irgendwann zwei oder sogar mehr. Für die Produktion von wenig Fleisch werden nämlich unverhältnismäßig viele Rohstoffe wie zum Beispiel Getreide und Wasser benötigt. Es werden sehr viele Treibhausgase freigesetzt und sehr viel Nutzerfläche in Anspruch genommen. Das heißt, wenn wir es gemeinsam schaffen, unseren Fleischkonsum zu verringern, ist das ein Schritt nach vorne, um noch mehr hungernde Menschen auf dieser Erde mit begrenzten Ressourcen zu ernähren. Und wir tun auch noch der Umwelt und dem Klima was zugute. Hier kommt mein ultimativer Tipp zum Thema Umweltschutz. Und zwar ist der so einfach und auch noch unfassbar billig. Einfach Leitungswasser trinken. Ich trinke jetzt seit ungefähr 2 Jahren kein Mineralwasser mehr aus Plastikflaschen oder Glasflaschen, sondern einfach nur noch mein Leitungswasser. Und dadurch spare ich etwa 700 Plastikflaschen pro Jahr ein, weil ich so ungefähr 2 Flaschen pro Tag immer getrunken habe. Jetzt nehme ich immer so eine Flasche mit. Und auch hier zu Hause haben wir zum Beispiel dann immer so eine Flasche, die auf dem Tisch steht. Und die Sache ist nämlich die, es ist ja nicht nur, dass man Plastik einspart, weil man zum Beispiel diese 700 Plastikflaschen nicht mehr verbraucht. Das ist ja auch der, Transport. Wenn zum Beispiel diese ganzen Plastikflaschen müssen erst produziert werden, dann werden sie zum Abfüller gebracht, vom Abfüller werden sie dann in den Laden gebracht, dann fahre ich in den Laden, hole die Plastikflasche dort ab, gebe sie dann wieder dort ab. Also ihr seht, da ist eine richtige Menge auch an Transport, der wegfällt, wenn man einfach Leitungswasser trinkt. Mein Tipp für ein klimaneutraleres Leben ist ganz einfach. Kauft euch weniger neue Klamotten. Jeder Deutsche schmeißt im Schnitt 16 Kleidungsstücke pro Jahr in die Altkleidersammlung. Und was man sonst auch in den Müll schmeißt, ist da gar nicht mit eingerechnet. Es ergibt pro Jahr einen Berg von 1 Million Tonnen Klamotten. Allein in Deutschland. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, wenn es um Klamotten geht, und das ist keine gute Sache, denn nicht nur, dass die meisten dieser Sachen gar nicht woanders neu verwendet werden, sondern tatsächlich dann im Müll landen, sondern auch die Herstellung der Klamotten, die wir uns dann neu kaufen, für die, die wir dann weggeschmissen haben, verbraucht unglaublich viel CO2. Wenn wir uns immer neue Sachen kaufen, weil wir sie brauchen, weil die anderen kaputt gegangen sind oder zu klein oder sonst was geworden sind, dann ist das okay. Aber meistens, wenn wir ehrlich sind, kaufen wir uns auch die Sachen, weil uns die alten nicht mehr gefallen. Da einfach ein bisschen zurückstufen, ein bisschen weniger neue Sachen kaufen und vor allem erst dann was Neues kaufen, wenn es nötig ist, das würde dem Klima schon sehr helfen. Ich versuche das zumindest, und was ich auch versuche, ist, Dinge zu reparieren oder zumindest reparieren zu lassen. Wenn irgendwo ein Knopf an der Hose abgerissen ist, dann braucht man keine neue Hose, dann kann man den Knopf vielleicht auch wieder dran nähen. Ich versuche das, kriege das nicht so ganz hin, aber ich bin auf jeden Fall am Üben. Und das wäre mein Tipp. Weniger Klamotten, das ist gut fürs Klima.
Gerade was das Thema Körperpflege angeht, also Kosmetikprodukte, habe ich mich in den letzten Jahren viel mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Es ist nicht alles, was ich verwende, nachhaltig zu 100%. Ich bin da nicht perfekt, aber ich achte zum Beispiel darauf, dass die Duschgels und Shampoos, die ich kaufe, vegan sind, dass sie natürliche und im besten Fall auch biologische Inhaltsstoffe enthalten. Und was mich früher immer richtig gestört hat, war, dass ich, wenn ich mich abgeschminkt habe und Wattepads benutzt habe, die Wattepads nach einmal benutzen, direkt weggeschmissen habe. Und da bin ich ein großer Fan von wiederverwendbaren Wattepads geworden. Erstens kann ich sie ein bisschen öfter benutzen als die einmal Wattepads. Und zweitens kann ich sie einfach in die Waschmaschine zur Wäsche schmeißen. Das nimmt überhaupt keinen extra Platz weg und kann sie danach eben einfach wiederverwenden. Und was mich auch sehr gestört hat, waren tatsächlich Wattestäbchen, weil da ja auch so super viel Plastik dran ist normalerweise. Und da habe ich mittlerweile eben plastikfreie Wattestäbchen, die auch biologisch abbaubar sind. Das sind so kleine Tipps von mir. Du willst klimapolitisch was ändern? Tja, dann ist es eine Möglichkeit, sich beispielsweise die Wahlprogramme und Vorhaben der unterschiedlichen Parteien anzuschauen. Das klingt auch ziemlich einfach und ziemlich einleuchtend, aber daran kann man seine Wahlentscheidung am Ende des Tages von abhängig machen. Und es gibt ja nicht nur AfD, SPD, CDU, Linke, Grüne und so weiter und so fort, sondern noch viele, viele weitere Parteien. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 zum Beispiel haben ganze 42 Parteien teilgenommen. 42 Parteien mit den unterschiedlichsten Wahlprogrammen, wenn es um das Thema Klima geht. Also macht doch daran einfach eure Wahlentscheidung von abhängig. Aber vielleicht solltet ihr euch trotzdem auch die anderen Forderungen der jeweiligen Parteien anschauen, denn das ist ja schließlich auch nicht so ganz unwichtig. Schaut man sich die CO2-Bilanz eines Deutschen oder einer Deutschen an, dann sieht man ganz deutlich, wo wir am meisten sparen können, ist tatsächlich an unserem Konsum. Da sind wir deutlich diejenigen, die einfach zu viel verbrauchen. Also könnte man sich überlegen oder man sollte sich überlegen, was man tatsächlich braucht. Das betrifft nicht nur die Ernährung, das betrifft auch alle möglichen Güter des Alltags. Und man sollte vielleicht immer mal wieder die ein oder andere Homepage sich angucken, wo es um die sogenannten Rebound-Effekte geht. Man muss aufpassen bei diesen Nachhaltigkeitstipps. Häufig lernt man nämlich, dass Dinge nachhaltig sind, von denen man gar nicht dachte, dass sie nachhaltig sind. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass Plastikwindeln besser sind als Baumwollwindeln. Warum? Weil die Baumwollwindeln gewaschen werden müssen. Und mit was werden sie gewaschen? Mit der Waschmaschine. Die Waschmaschine verbraucht Strom. Und solange unser Strommix im Wesentlichen aus fossilen Ressourcen besteht, ist es einfach nicht gut, heißes Wasser zu verwenden. Sollte man nicht meinen. War ich überrascht. Also das heißt, man sollte ein bisschen gucken. Ich persönlich würde vor allen Dingen sagen, stay at home. Das geht ganz schnell. Also Mobilität öffentlich, Mobilität Fahrrad, ja. Möglichst wenig mit dem Auto fahren. Fliegen sollte man, wenn es irgendwie geht, unterlassen. Und ansonsten sich beim Konsum tatsächlich überlegen, was man tatsächlich braucht. Viel mehr in Recycling rein und viel mehr in die Kreisläufe hinein. Mein Nachhaltigkeitstipp für euch ist, weniger fliegen. Und bestimmt seid ihr davon genauso genervt wie ich, weil auch ich habe dieses totale Fernweh und liebe einfach Reisen. Aber das Coole ist, ich durfte jetzt für ein anderes Online-Projekt ganz viel in Deutschland reisen. Und ich muss echt sagen, all das, was man auf Reisen liebt, das findet man echt auch hier vor der eigenen Haustür. Unsere Heimat ist so schön, es gibt geile Landschaften, man trifft coole Leute. Also mein Tipp für euch, auch mal Urlaub in Deutschland machen. Und wenn man doch mal fliegen muss, dann sein Geld investieren in die Wiederverwässerung von Mooren. Weil die deutschen Moorlandschaften, die trockengelegt sind, die machen 2 bis 3 Mal so viel CO2-Emissionen aus wie alle Flugreisen zusammen. Also wenn ihr da investieren könnt und auch über euer Konsumverhalten torffreie Blumenerde kaufen und weniger Fleisch essen, weil ganz viel Landwirtschaft auf diesen Flächen gemacht wird, auch da könnt ihr noch was leisten. Was können wir gegen den Klimawandel tun? Naja, eine Sache, die wir auf jeden Fall machen können, ist so ein bisschen unseren Technikkonsum reduzieren. Das heißt jetzt nicht, dass wir weniger am PC hängen sollen, sondern es geht einfach darum, dass wir nicht ständig neue Technikdinge kaufen sollten, wie zum Beispiel neue Handys oder neue Computer. Ja, und natürlich ist das immer verlockend und ich bin auch selber jemand, der verlockt ist, sich neue Technologien zu holen, weil ich das einfach cool finde. Aber eine Sache, die hat mir da so ein bisschen geholfen. Und zwar einfach mal zu überlegen, wie kann ich das denn anders lösen? Und eine Option, die ich dafür recht sinnvoll halte, sind so Cloud-Systeme. Also, dass die Sachen nicht mehr bei mir auf dem Handy gerechnet werden, weil dann brauche ich ja immer ein neues Handy, damit ich mehr Rechenleistung habe, sondern vielleicht in der Cloud, die dann so allgemein auch immer mal wieder geupdatet werden muss, die aber halt für ganz, ganz viele Leute von ganz, ganz vielen Leuten genutzt werden können. Und das hat den Vorteil, dass ich nicht ständig neue Technologien brauche. Und das finde ich ganz sinnvoll. Ja, und wie kann ich das als Privatperson vorantreiben?
ich kann mich erstmal bewusst für solche Technologien entscheiden und ich kann natürlich auch dazu aufrufen. Ich kann meine Freunde, meine Familie dazu ermutigen, dass sie sich mit diesen Technologien beschäftigen. Und wenn die Firmen merken, dass da ein Interesse ist, dann glaube ich persönlich, dass sich da was ändern wird. Das hat die Vergangenheit ja schon gezeigt. Ihr seht also, es gibt einiges, was man ganz einfach machen kann. Wenn ihr in Zukunft noch mehr Lifehacks für mehr Nachhaltigkeit bekommen wollt, dann abonniert uns doch gerne. Habt ihr vielleicht auch noch Tipps, worauf man achten kann? Und worauf legt ihr Wert in eurem Alltag? Schreibt es uns doch gerne unten in die Kommentare. Hier neben mir findet ihr noch ein Interview mit Harald Lesch zur Klimahysterie und ein Video darüber, was der Klimawandel eigentlich ist. Danke euch und bis nächste Woche.